Bad Kreuz. Offenbar aber nichts Schlimmes. Er ist zu seinem Sitzplatz begleitet worden und hat von da an weitergemacht. Aber Seehofer war 2002 schon mal schwer krank mit einer Herzmuskelentzündung. Spitzenpolitiker, die an die Grenzen gehen. Das ist ein Thema nachher bei WDR aktuell um 21:45 Uhr. Und jetzt wieder so eine Meldung, bei der man denkt, kann ja eigentlich nicht sein, dass sowas bei uns hier möglich ist. Dass sich nämlich Flüchtlinge nicht nur einmal registrieren lassen, sondern zweimal oder dreimal und eben auch zweimal oder dreimal Geld kriegen. Die Polizei hat sich heute zwei Notunterkünfte vorgenommen, gleichzeitig eine Großrazzia in Aalen im Münsterland. 150 Nordafrikaner sind überprüft worden. Ergebnis, mehr als die Hälfte hatte mehrfach Papiere, war also doppelt oder dreifach registriert. Und es geht offenbar ganz einfach, ohne dass es irgendwie auffällt. Massiver.